Schwerpunkt meiner Forschung sind therapieinduzierte Veränderungen des Tumors und des Immunsystems und damit auch der Interaktion zwischen Tumor und Immunzellen. Und wir wollen ein Überwachungssystem etablieren, was uns ermöglicht, dynamische Veränderungen unter Therapie zu erfassen, und haben da das Ziel, Marker zu finden, die uns erlauben, Patienten zu charakterisieren, die gegebenenfalls auf ihre aktuelle Therapie nicht gut ansprechen, sodass wir denen alternative bzw. Kombinationstherapien zugänglich machen könnten. Besonderes Interesse haben wir auch an der Aufdeckung von Mechanismen der Immundefekte, weil wir einfach wissen, dass Infekte ein Hauptproblem für Tumorpatienten darstellen. Ich habe mich natürlich erstmal sehr gefreut, dass ich diese Professur bekommen habe, weil die einen wichtigen nächsten Schritt für mich bedeutet. Für unsere Forschung heißt die Professur vor allen Dingen Gestaltungsspielraum, der uns erlaubt, dieses übergreifende Thema doch auch von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und auch bearbeiten zu können. Wir hoffen, mit der Infrastruktur, die das BIH uns gibt, und auch die neuen Kooperationen da schnell auch voranzukommen und neue Wege einschlagen zu können. Patienten profitieren dann, wenn unsere Erkenntnisse übersetzt werden können in zugeschnittene Therapien. Das heißt, für jeden Patienten eine optimierte Tumortherapie und gleichzeitig aber auch so wenig Nebenwirkungen wie möglich, sodass man in der schweren Behandlungszeit dennoch es schafft, so viel Lebensqualität wie möglich dem Patienten zu geben.